Ich bin hier, um was für Rais abzuholen. Schon wieder? Wir haben euch Blutsauger doch erst bezahlt. Ich bin nur der Bote. Ich mach bloß meinen Job, wie alle anderen auch. Ja, wir auch. Rais sagt, er schützt uns, wenn wir zahlen. Aber er nimmt bloß unser Geld. Von wegen Schutz, nur Drogen. Ist das bei dir anders? Also, ich will das Ganze hier schnell hinter mich bringen. Was muss ich tun? Muss ich echt darauf hinweisen, wie leicht es wäre, die Bude hier abzufackeln? Himmel, Herrgott, ihr seid verdammte Monster. Da ist mein ganzes Geld drin. Nimm's und verschwinde. Ehrlich gesagt, ich will das hier gar nicht. Ich würde euch Leuten lieber helfen. Und trotzdem machst du's, oder nicht? Okay, Karim, ich hab das Geld von der Fährstation. Und ich komme ziemlich sicher in die Hölle. Willkommen im Club. Jetzt hol dir deine Belohnung ab. Gut gemacht. Willst du handeln? Thank you.
Lorraine, hörst du mich? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Um's ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin, und zwar sofort! Rais hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2! Ich mach's so schnell ich kann, ehrlich. Gut! Beeil dich bloß! Bitte! Verschwinde, das hier geht dich nichts an. Leichen soll er! Das hat wehgetan. Würdest du reichen? Ende Gelände, ich hab's nicht.
Wie weit bist du? Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Wer bist du? Nick Pesto. Ich bin Amerikaner, wie du. Ich kam wegen der Spiele her. Ich gehöre zu denen, die immer USA, USA schreien. Die Iraner hassen das. Ich find's witzig. Scheiß auf diese Ausländer. Ich kann sie nicht leiden. Sieht aus, als hätten die Iraner auch nicht viel für dich übrig. Naja, als diese ganze Zombie-Kacke anfing, war ich echt mächtig angepisst. Zuerst fand ich Rage ziemlich cool, also blieb ich bei ihm und seinen Leuten. Aber dann ging ja alles gebracht. Okay, Nick. Dann schaffen wir dich mal hier weg. Jawohl. Nick Pesto ist wieder im Spiel. Das wirst du nicht bereuen. Also, bevor wir zum Turm gehen, muss ich noch ein paar Sachen einsammeln. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Dann haben wir auch keine Zeit, rumzudiskutieren. Wir nach! Mal weiter.
zuerst holen wir uns meinen Schädelring zurück. Einer von Rays Fangforschung. Ich weiß, wo sie hingegangen sind. Ich hole ihn hier zurück. Der ist deswegen so cool, weil er hier ein Schiff geformt ist und zwei rote Flügel im Auge hat. Das sind Flügel. Glas. Ich stehe total auf Kämpfen. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass ich sehr gut darin bin. Ich habe nämlich früher Hapkido gemacht. Eigentlich dachte ich, das wäre sowas wie Hip-Hop. Ist aber Kämpfen mit Waffen. Der Sensei warf mich auf den Kurs, weil er meinte, ich wäre jetzt... Aber nein, man braucht ihn, um rauszukommen. Ich hatte ihn hinten in meiner Hosentasche, aber er war so schwer und er hat mich irgendwann beim Laufen behindert. Also warf ich ihn bei der Bäckerei weg. Ich denke, ich weiß, wo er ist. Nick, du gehst mir langsam auf die Nerven, weißt du? Klingeling! Ich wünschte, ich bekäme jedes Mal einen Dollar, wenn das jemand zu mir sagt. Hey, da ist ja mein Pass.
für ein Fest! Sieh dir den Kerl an! Wette, der drückt 300 Pfund, vielleicht 350. Im Moment tust du nichts für dein Geld. Der Weihnachtsmann beobachtet dich. Der ist nicht zufrieden. Versuch dich hier zu benehmen, Nick. Diese Leute haben einiges hinter sich. Keine Bange, du Schissbuchse. Ich pass mich an. Weißt du auch warum? Weil ich ein Teamplayer bin. Ich werde ihnen einfach zeigen, wie der Hase jetzt hier läuft. Hier ist deine Belohnung. Sag Bescheid, wenn du noch etwas Kampftraining brauchst. Aus dir mache ich schon noch einen Profikiller. Ciao, Baby. Hey, ich hätte... Ein Schnäppchen für dich.
Bitte, bitte nicht! Dem Himmel sei Dank, du bist kein Infizierter. Danke, Mann. Ich bin weg. Oh!
Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Durchsuche die Leichen. Die Entwürfe sind in einem kleinen Umschlag. Und mach sie bloß nicht kaputt. Sie sind mehr wert als all diese toten Ärsche zusammen. Heilige Scheiße! Hast du den Umschlag? Noch nicht, einen Moment. Okay, ich hab ihn. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Ha, du wirst hier noch zum Helden. Hey du! Komm mal her! Hier auf der Antenne! Kannst du mich sehen? Hier oben! Ich brauche deine Hilfe! That is...